Ich hab meinen ersten Kurzfilm hier gemacht, ich habe meine ersten Animationen hier gemacht. Ich habe, keine Ahnung, eigentlich alles über Filme machen hier quasi gelernt. Ich denke einfach im Team zu arbeiten ist das Wichtigste, was ich da gelernt habe, weil man halt einfach, Animation ist so ein umfangreiches Gebiet. Man kann Filme alleine machen, es dauert aber einfach ewig. Und gerade auch mit Computeranimationen, es gibt so viele Departments, es macht einfach nur Sinn, sich aufzuteilen. Du musst dir nach dem Job noch was abholen. Ich finde, dass die Filmakademie in der Hinsicht irgendwie einzigartig ist, weil also die gibt halt den Studenten einfach Zeit. Jetzt hör doch mal auf zu spielen, da steht ein Geschenk für dich. Der Charakter von The Present, was ich mir immer anhören darf, ist, dass viele Leute sagen, dass der aussieht wie ich. Und das, weil ich auch mal Kapuzenpullis trage und ich auch Videogames spiele und auf der Couch sitze. Und da wird wahrscheinlich was dran sein. Aber im Prinzip war mir bei dem Charakter sehr wichtig, dass er halt, dass sein Emotionswandel glaubwürdig ist. Und dass man irgendwie direkt das Gefühl hat, ja, das ist so ein typisches Kind, das sitzt drin, das ist ein Stubenhocker. Für mich? Ja, ein bisschen egoistisch und das Ballerspiel hat eine negative Konnotation. Wow, Ab dem Punkt, wo er halt das Geschenk bekommt und er den Hund auch wegtritt, hat man ihn total abgeschrieben und sagt einfach, was ist das für ein Arschloch? Will die mich verarschen? Für mich war halt unheimlich wichtig, dass halt die emotionale Entwicklung halt wirklich funktioniert und einfach jetzt nicht von ich liebe euch, ich hasse euch hin und her springt, weil das würde man einfach nicht glauben. Deswegen muss das wirklich ein ganz kleiner Pfad sein, den er halt quasi hochgeht. Und von einem Wegtreten zum mal runterschauen und dann vielleicht ein bisschen länger hinschauen und dann den Controller mal zur Seite legen und wirklich dann wirklich nur auf den Hund anschauen. Und dann gibt es halt einfach mal ein kleines Lächeln und dann steht er auf und geht raus. Hier in der Filmakademie habe ich halt einfach mit Freunden halt angefangen, halt ein Team zu bauen. Und das Team besteht heute noch. Also wenn ich irgendwie mal irgendwann ein Projekt machen müsste oder würde, dann wären auf jeden Fall meine Freunde von damals, die ich während der Filmakademie-Zeit kennengelernt habe, die ersten Kontakte, die ich ansprechen würde. Mitstudenten. Talentiert, freundlich. Du sollst ehrlich sein. Gute Freunde gefunden. Also ich habe hier wirklich gute Freunde gefunden.